Hallo lieber Pascal, schön dich hier nochmal begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr froh, dass du auch den Weg zu uns gefunden hast und ja, dass du vor allem Zeit gefunden hast, ne, in deinem vollen Terminplan, sage ich mal, mit Fortuna als U14 Co-Trainer. Jetzt habt ihr bald Heimturniere, ne, da wünschen wir euch auch viel Glück, drücken euch die Daumen, dass ihr den Pokal, sage ich mal, auch holt oder mehrere Pokale jetzt bei den Heimturnieren. Ja, Pascal, eine kurze Frage an dich. Du als Fortuna-Trainer, sag ich mal, ja, denke ich mal, irgendwo im Hinterkopf beobachtest du auch einige Kinder, die vielleicht Potenzial hätten, irgendwann für Fortuna mal zu spielen. Wo würdest du, sag ich mal, auf welche Merkmale darauf achten, wo du dann zum Beispiel sagst, okay, das und das bringt der Spieler mit, die Spielerin, um bei Fortuna ja, vorspielen zu können, beziehungsweise dass er dann oder diejenige dann für Fortuna in Frage kommt? Ja, das Gute im Allgemeinen ist schon mal, dass ihr so weit seid, dass ihr auch nicht nur Kinder, die nicht im NLZ-Spieler hier habt, sondern auch NLZ-Spieler selber. Heißt, man sieht schon selber auch die Unterschiede hier zwischen den Kindern, die hier sind. Große Vergleiche gibt es dabei aber auch nicht. So die Themen, die man trotzdem abdeckt, sind meistens immer noch dieselben. Ob es technische Merkmale sind oder so Gruppen- oder einzeltaktische Merkmale, die für die Kinder auch in Frage kommen oder auch wichtig sind, die für uns Trainer dann wichtig sind. Ballmitnahme, Ballannahme, Passspiel, so die ganzen grundlegenden Basics und ja, das sind halt so die ganzen Sachen, die man eben, wo man als Trainer darauf achtet. Ja, ich denke mal, das hast du gut unterstrichen, dass diese Grundprinzipien gegeben sein müssen, ne? Und sage ich mal nicht beim Alphabet mit C anfängt, sondern wirklich mit A und das sage ich mal die Basics drauf ja, sein müssen, um sage ich mal den nächsten Schritt machen zu können. Ne? Super Pascal. Die nächste Frage, die ich dir stellen würde, du vor allem als Trainer, was ist deine Meinung, wie deckst du welche Bereiche in deinen Trainingsinhalten ab? Also wo legst du Wert drauf, dass du sagst, das muss ich unbedingt in meine Übungen draufpacken? Ja, das sind eigentlich auch, wie wir bei Fortuna auch selber haben, das sind die ganzen Prinzipien. Wir haben halt eben auch bei uns diese Phasen, die wir immer abarbeiten. Es gibt halt zu jeden Phasen die verschiedenen Prinzipien. Genau in Düsseldorf sind es eben die vier Phasen. Ja, das sind dann auch Umschaltmomente oder Spiel mit dem Ball, Spiel gegen den Ball. Und das versucht man halt alles unter einen Schirm zu bringen. In jedem Training auch einen von diesen Prinzipien oder auch mehrere von den Prinzipien umzusetzen. Und Prinzipien sind dann wie zum Beispiel Ballannahme, Ballmitnahme, Bewegung ohne Ball, freie Räume erkennen, Ebenen überspielen. Das sind so, die versuchen wir eben auch in kleinen Gruppen, die wir hier haben, so gut wie möglich umzusetzen. Und das ist eben gut, dass wir auch nur Kleingruppen haben. Heißt, man kann noch mal spezifischer auf die Kinder eingehen. Man erkennt mehr in kleinen Gruppen und das ist eben das Positive, dass man ja, mit kleinen Gruppen auch besser arbeiten kann. Ja, Pascal, vielen Dank. Hast du sehr gut beschrieben. Danke für die Erklärung und danke allgemein an das Interview. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr in Zukunft beziehungsweise so in Zukunft noch mehr Zeit findet für uns, dass wir da noch mal einige Camps zusammen durchführen können beziehungsweise sehr, sehr, mit deiner Anwesenheit. Pascal, bleib gesund. Vielen Dank. Dasselbe für euch. Bis dann. Bis dahin. Ciao.